Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Eigentlich war ich heute bester Dinge. Also ich bin mit einer richtig guten Laune aufgewacht. Ich habe von meiner lieben Franzi ein kleines Überraschungspaket bekommen, in welchem falsche Wimpern waren. Das heißt, ich habe mir heute zum ersten Mal seit Jahren falsche Wimpern aufgeklebt. Und es hat tatsächlich geklappt. Man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich trage tatsächlich ganz kleine falsche Wimpern. Von daher, meine Laune war unerschütterlich bis zu dem Zeitpunkt, sprich vor 10 Minuten, als ich angefangen habe, mein Filmequipment aufzubauen. Ich durfte nämlich feststellen, dass mein relativ neu gekauftes Ringlicht kaputt ist. Aus irgendeinem Grund ging es gerade nicht an. Also ich habe es an sämtlichen Steckdosen probiert, ich habe es ohne den Zusatzstecker probiert, ich habe alles versucht und es ging nicht an. Und das frustriert mich jetzt natürlich immens, da ich heute 3 Videos für euch drehen wollte. Ich filme jetzt nur mit einer Lampe. Ich sehe jetzt schon im Display, dass das Licht wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Und das frustriert mich einfach ungemein, da ich so schöne Videos für euch drehen wollte. Und jetzt, ja, macht mir die Technik einen Strich durch die Rechnung. Also seht es mir bitte nach, falls die Lichtverhältnisse in den kommenden 3 Videos komisch sein sollten. Wie gesagt, mein Ringlicht ist kaputt gegangen. Ich filme gerade nur mit einer Lampe. Hier ist es zappenduster mal wieder. Und ja, das hat mich jetzt gerade schon so ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen. Denn eigentlich hatte ich ein richtig, richtig schönes Video für euch geplant. Ich hatte in der vorletzten Woche Geburtstag und bin 32 Jahre alt geworden. Und wer mir schon seit Jahren folgt, der weiß, dass ich im Dezember für gewöhnlich meine Geburtstags- und meine Weihnachtsgeschenke abdrehe. Einfach nur, dass ich für euch vielleicht auch nochmal so eine kleine Inspiration liefern kann, was man eben ja potenziell verschenken kann. An dieser Stelle möchte ich einmal vorab sagen, beziehungsweise das sage ich eigentlich in jedem Geschenkevideo, ich bin in diesem Jahr reichlich beschenkt worden. Also ich habe wirklich so, so, so viele Geschenke bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer Dankeschön. Also ich bin wirklich so reichlich beschenkt worden. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich fühle mich geliebt, was nicht heißt, dass man Liebe nur durch Geschenke erreicht, um Gottes Willen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach so viele schöne Sachen bekommen und ich weiß, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit und ich nehme es auch nicht als Selbstverständlichkeit. Und vor allem möchte ich nicht, dass ihr es falsch auffasst. Also das ist jetzt kein Video, um vor euch anzugeben, um vor euch zu prahlen, hey, schaut mal, was ich alles bekommen habe und ihr nicht. Nein, Gottes Willen, das ist nicht Sinn und Zweck dieses Videos. Aber ich finde diese Videos einfach toll. Ich gucke sie bei anderen immer total gerne und hole mir da Inspirationen. Plus finde ich es einfach immer irrsinnig interessant, was die Leute, die ich schaue, für Geschenke bekommen, womit man denen eine Freude machen kann, da man die Leute vielleicht so doch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt. Also versteht dieses Video bitte nicht falsch. Das mache ich wirklich einfach nur, da ich diese Videos immer gerne schaue und da ich vielleicht dem einen oder anderen noch eine kleine Inspiration mit auf den Weg geben möchte. Jetzt werde ich das Intro aber definitiv unterbrechen, denn es geht doch schon ein bisschen länger als geplant. Aber was gesagt werden musste, musste gesagt werden. Ich musste tatsächlich ausnahmsweise einiges loswerden. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle erst einmal recht herzlich fürs Einschalten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Geschenke in einem großen Karton neben mir gesammelt. Das heißt, ich fange jetzt mit einer x-beliebigen Reihenfolge an und nicht nach Beliebtheit der Geschenke, sondern einfach nur schlichtweg, was ganz oben drauf lag. Und das war einmal das Geschenk meiner Schwiegereltern. Hier hätten wir einmal ein paar Kleinigkeiten, über die ich mich sehr gefreut habe. Denn diese Kleinigkeiten gehen bei mir eigentlich immer und ich bin immer froh, sowas geschenkt zu bekommen. Zum einen hätte ich hier einmal diese schöne Schüssel mit... oh Mann, was ist denn das jetzt nochmal? Sind das Mistelzweige? Nein, das sind keine Mistelzweige, das sind... Wie heißen die denn? Gerade hatte ich es noch im Kopf. Stechpalme? Ist das eine Stechpalme? Oh Gott, ich reg mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich werde euch den richtigen Pflanzennamen natürlich noch einmal einblenden. Aber ich bin der Meinung, dass das Stechpalme
Palmen sind, aber ohne Gewehr. Auf jeden Fall ist das hier eine kleine Schüssel mit eben ja, besagter Pflanze drin, damit es eben so schön weihnachtlich aussieht. Die habe ich vorrangig geschenkt bekommen, da ich eigentlich nur aus Schüsseln esse. Also ich weiß nicht, was das für ein Tick ist, aber ich esse unheimlich gerne aus Schüsseln. Klar, es gibt natürlich gewisse Gerichte, wie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ein Braten oder sowas. Wobei, den könnte man wahrscheinlich auch nur aus einer Schüssel essen. Aber ich würde sagen, 80% der Gerichte, die ich koche, esse ich aus Schüsseln. Mein Mann macht sich schon immer lustig darüber, aber ich weiß nicht. Also irgendwie schmeckt es einfach besser aus Schüsseln. Das ist genauso, dass es durch einen Strohhalm besser schmeckt. Und es sind eben so diese kleinen, ja, Spleens, die man hat. Und bei mir ist es eben, naja, dass ich halt gerne aus Schüsseln esse. Das zweite Geschenk, der ist so, so schön weich. Wir hätten hier nämlich einmal einen Schlafanzug bzw. so einen Hausanzug. Der hat ein super, super, super softes Material. Also der fässt sich richtig schön weich und warm an. Der ist komplett in Grau und ist mit Schneeflocken und weihnachtlichen, ja, Hundesilhouetten bedruckt. Und Schlafanzüge, wisst ihr ja, gehen bei mir auch wirklich immer. Also ich liebe Schlafanzüge, ich liebe kitschige Schlafanzüge und ich weiß nicht, also Schlafanzüge dürfen bei mir einfach nicht langweilig sein. Der hier ist es auf jeden Fall nicht. Der ist richtig, richtig schön weich. Der ist von Jane and Bleecker. Habe ich noch nie gehört. Ich vermute aber mal, dass der von TK Maxx ist, da meine Schwiegermutter da sehr gerne einkauft. Aber ja, ich finde ihn auf jeden Fall grandios und passend zu dem Schlafanzug gab es dann auch noch ein neues Paar Hüttensocken für mich. Ich hatte euch die ja in meinen Herbstfavoriten vorgestellt und Hüttensocken, ja, gehen meiner Meinung nach auch immer. Also gerade auch in Kombination mit dem Schlafanzug sehen die hier wirklich richtig schick aus, da sie ein ähnliches Grau haben. Ja, es sind einfach richtig dick gefütterte, mit Gumminoppen versehene Socken, die die Füße in 0, nichts aufwärmen und warm halten. Die, würde ich sagen, sind jetzt auch von TK Maxx. Die sind von Lemon, habe ich auch noch nie gehört, aber die machen auf jeden Fall auch einen sehr, sehr weichen und sehr, sehr flauschigen ersten Eindruck. Und ja, das war das erste Geschenk von meinen Schwiegereltern. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich weiß, meine Schwiegermutter guckt die Videos, also Dankeschön. Das nächste Geschenk wäre einmal von meiner Schwägerin und meinem Schwager. Und da stand ich, als ich die Marke gesehen habe, zuerst einmal auf dem Schlauch. Denn ich hätte hier einmal ein sehr hochwertiges Säckchen von Maison Héroïne. Und Maison Héroïne habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass meine Schwägerin sehr modebewusst ist, sehr darauf achtet und einfach immer gut aussieht. Und da dachte ich mir schon so, was könnte das sein? Weil ich bin in dem Bereich total unbewandert und ja, kaufe wahrscheinlich komplett anders als sie. Von daher konnte ich mir da zuerst keinen Reim draus machen. Dann habe ich das Produkt aus dem Säckchen geholt. Und hier hätten wir einmal eine Handytasche. Und zwar nicht nur eine Handytasche, sondern eine richtig hochwertige Handytasche. Also das ist eigentlich schon fast keine klassische Handytasche, sondern eigentlich wirklich schon eine, ja, Mini-Handtasche. Die besteht aus Kalbsleder und das riecht man auch. Also die macht einen unfassbar hochwertigen Eindruck. Die riecht unheimlich gut nach Leder. Hat dreierlei Farben enthalten. Einmal dieses schöne royale Blau, dann hier oben natürlich das Schwarz und hier an den Seiten hat es nochmal diesen Cremeton. Also das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Tasche. Und wenn man die öffnet, hat man praktisch zwei Fächer. Einmal ein etwas kleineres, da passt mein Handy aber logischerweise nicht rein. Und hier oben, schätze ich mal, ist das eigentliche Handyfach. Die ist unheimlich edel. Also die hat hier auch diesen Aufhänger bzw. diesen Trageriemen. Und das ist übrigens die Romy Phone Bag in der Farbe Oyster. Und ja, wie gesagt, die ist von der Marke Maison Héroïne. Noch nie gehört, aber die macht einen unheimlich, unheimlich edlen Eindruck. Die ist super schick und vielen lieben Dank. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
machen wir mit dem nächsten Geschenk weiter und das kommt von meinem Bruder. Das ist ein relatives Oldschool-Geschenk, würde ich sagen, und ich habe auch schon verdammt lange keine CDs mehr gekauft. Und ich weiß gar nicht, wie viele CDs ich in den letzten 5 Jahren gekauft habe. Vielleicht 3 oder 4, wenn es hochkommt. Aber ich habe eine neue Band für mich entdeckt, und zwar die Ice Nine Kills. Ich denke mal, dass die meisten von euch sie nicht kennen werden, aber das war für mich die Neuentdeckung des Jahres. Und da war mir klar, dass ich eben auch ja, das neueste Album der Band haben muss. Und hier hätten wir eben einmal von Ice Nine Kills das Album Welcome to Horrorwood. Das ist ein brillantes Album, denn Ice Nine Kills hat, ich weiß gar nicht, wie viele Lieder hier drauf sind, 15? Ungefähr, ich bin mir echt nicht sicher, aber auf jeden Fall, oder irgendwas zwischen 13 und 15. Und alle diese Titel handeln über einen Horrorfilm. Das ist brillant. Also wir haben beispielsweise das aktuellste Lied von denen ist Funeral Derangements. Da geht es komplett um Friedhof der Kuscheltiere. Dann gibt es Rainy Day und da haben sie das Video komplett wie ein Resident Evil Teil aufgezogen. Also die machen wirklich nicht nur richtig gute Musik, die geben sich auch richtig, richtig Mühe, was die Musikvideos angeht. Und Horrorfilme finde ich sowieso klasse. Und das dann mit guter Musik kombiniert, dann habt ihr Ice Nine Kills. Und darüber habe ich mich tierisch gefreut. Also das war mit eine der Entdeckungen des Jahres für mich. Machen wir mit dem Geschenk von meiner besten Freundin Nadine und ihrem Freund weiter. Da wusste ich von einer Sache, die ich geschenkt bekomme, aber der Rest... Also, sagen wir mal so, die eine Sache, von der ich gewusst habe, die hätte als Geschenk sowas von ausgereicht. Also da hätte man mir nicht noch mehr schenken müssen. Aber wer Nadine kennt, der weiß, das ist ihr vollkommen egal. Und so habe ich auch noch andere, ich wollte gerade Kleinigkeiten sagen, aber Kleinigkeiten sind es nicht, andere Geschenke mit dazu bekommen. All das war in einer richtig, richtig coolen Blechdose. Ich liebe diese Vintage aussehenden Blechdosen. Ich habe zwar eigentlich keinen Platz mehr dafür, aber trotzdem muss ich jede einzelne Dose haben. Die ist auch wirklich richtig, richtig schick, richtig lustig. Aber der Inhalt, wie gesagt, die Sache, von der ich wusste, das wäre vollkommen ausreichend gewesen. Aber wir fangen mal mit den wirklichen Kleinigkeiten an. Und zwar liebe ich Karls Erdbeerhof. Karls Erdbeerhof ist ein, ja, wenn man so möchte, ein Themenpark um das Thema Erdbeeren. Also den gibt es primär in Berlin, Rostock, in der ja, nordöstlichen Umgebung. Hier in Hannover haben wir den leider nicht und ich kann die Produkte hier leider auch nicht bekommen. Man kann natürlich im Onlineshop Sachen bestellen, aber es ist ja doch mal was anderes, wenn man eben vor Ort was kaufen kann. Und da hat sie mir einmal meine Lieblingsschokolade mitgebracht, nämlich einmal die Vollmilchschokolade mit den gefriergetrockneten Erdbeeren. Und dann hätten wir hier eine Weihnachtsschokolade, nämlich Vollmilchschokolade mit Spekulatius und Erdbeere. Und darüber freue ich mich sehr. Es war so ein Krampf und ein Kampf, diese Schokolade nicht anzurühren. Aber ich wollte eben die Geschenke fürs Video vollständig haben. Aber jetzt habe ich es euch ja gezeigt. Das heißt, die wird heute wahrscheinlich noch vernichtet werden. Wir machen am besten einmal mit dem Geschenk weiter, von welchem ich wusste. Also welches ich mir schon irgendwie so ein bisschen zusammengereimt habe. Und zwar hat mir die Irre die Rose Quartz Palette von Huda Beauty geschenkt. Das ist ja die neueste Palette von ihr und ich fand die unheimlich schön. Und ja, sie hat sich das einfach gemerkt und hat mir dann im Zuge dessen die wirklich wunderschöne Palette geholt. Ist die nicht unheimlich schön? Also ich finde die, als ich die ersten Bilder gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass ich diese Palette haben muss, dass ich sie brauche. Diese Rosatöne da drin sind einfach nur schön, die Glitzertöne. Also ich für meinen Teil bin total verliebt in diese Palette und hoffe wirklich inständig, dass sie von der Qualität so gut wie die Desert Dusk ist, denn die gefällt mir bisher mit am besten von ihr. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, mir hätte das vollkommen gereicht. Das war schon eine teure Palette, das wäre schon überhaupt nicht nötig gewesen, aber nein, es waren tatsächlich
noch 2 bzw. 2,5 weitere Produkte mit in dieser kleinen Dose. Und zwar hätten wir hier einmal von Too Faced einen Blush, nämlich den Love Flush Watercolor Blush in der Farbe California Love. Und das könnt ihr jetzt gerade wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer sehen, aber hier sind 2 unglaublich süße kleine Häschen aufgedruckt. Die Love Flush Reihe, das sind diese wunderschönen Polly Pocket Blushes, die hier als kleines Herzchen kommen. Und die finde ich einfach nur unheimlich niedlich. Ich kann mich auch noch genau an unsere WhatsApp-Unterhaltung erinnern, als sie gesagt hat, dass sie sich, glaube ich, selbst so einen Blush geholt hat. Und da habe ich nämlich noch gesagt, ach, wie schön ist der denn? Und die Farbe ist ja richtig schön. Ja, und sneaky wie sie ist, hat sie sich das dann, ja, natürlich gemerkt. California Love ist ein richtig, richtig schönes, peachiges Nude, würde ich sagen. Also absolut mein Farbton. Und ja, die Love Flush Blushes, ich muss mich auch wirklich zurückhalten, sie mir nicht alle zu holen, da ich die wirklich, wirklich gut finde. Über die süße Optik müssen wir nicht reden, aber Dankeschön, damit hast du mir wirklich eine, ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich nur, dass ich die Palette bekomme und dann packe ich hier diese anderen schönen Sachen raus. Also vielen, vielen lieben Dank, meine Liebe. Denn das letzte Geschenk, was sie mir reingelegt hat. Wahnsinn. Wir hätten hier nämlich einmal von Givenchy einen Lippenstift drin. Ich hatte ihr gesagt, ich habe irgendwie keinen richtig schönen roten Lippenstift mehr in meiner Sammlung. Ja, und was hat sie mir, oder was hat sie daraus gezogen? Sie hat mir einen roten Lippenstift gekauft. Wir hätten hier von Givenchy den Le Rouge Deep Velvet Lippenstift in der Farbe Rouge, also rot. Und der ist unheimlich schön. Der kommt nämlich einmal in einer komplett mit Samt überzogenen roten silbernen Hülse daher. Ich meine, Givenchy, das ist eine Luxusmarke und dementsprechend muss der Lippenstift irgendwie auch aussehen. Das ist von der Farbe her ein wirklich, wirklich schönes Rot. Also das ist genau die Art von Rot, die ich gerne trage. Nicht zu warm, nicht zu kalt, schön matt. Ich hatte noch nie einen Lippenstift von Givenchy und bin dementsprechend natürlich wirklich, wirklich gespannt. Und jetzt hat sie eigentlich den Vogel abgeschossen. Denn an diesem eigentlichen Givenchy-Karton klebte noch ein zweiter Karton. Und ich dachte mir, hat die Irre mir jetzt gerade wirklich 2 Lippenstifte gekauft? Nein, Givenchy und Nadine sind so bougie, dass sie mir einfach nochmal eine auswechselbare Hülle gekauft hat. Ja, ihr habt es richtig gehört, das hier ist kein Lippenstift, das ist eine mit Leder überzogene, nietenverzierte Ersatzhülse. Also ich könnte jetzt, wenn mir das Rot nicht mehr gefällt, könnte ich jetzt einfach hier die Hülle abmachen, die Hülse, und dann einfach diese hier drauf machen. Und zack, habe ich quasi einen neuen Lippenstift. Also, als ich das gesehen habe, war ich auch erstmal so, was? Aber ist das nicht mega bougie, mega cool und ich finde es mega. Also ich habe jetzt natürlich das Problem, ich finde beide Hülsen total schön und weiß jetzt nicht, welche ich verwenden möchte. Die hier passt natürlich noch ein kleines bisschen besser zu mir, würde ich sagen. Aber das waren auf jeden Fall die mehr als großzügigen, übertriebenen Geschenke meiner besten Freundin. Ich weiß, dass du dieses Video wahrscheinlich auch gucken wirst und du weißt, ich habe mich bei dir schon 100 Millionen Mal bedankt, aber auch auf diesem Wege nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das wäre absolut nicht nötig gewesen, aber ich freue mich natürlich über jede einzelne Sache und Dankeschön. Kommen wir zum Geschenk meiner lieben Arbeitskollegin und ihr müsst vorab wissen, ich bin auf der Arbeit die Alpakas vertritt. Also ich habe es mir zur Berufung gemacht in diesem Jahr. Also wir hatten überlegt, was machen wir für einen Betriebsausflug. Und ich habe gesagt, wir wandern mit Alpakas. Und da war irgendwie, also die Mehrheit war begeistert, aber wir hatten so ein paar Exemplare, die irgendwie absolut nicht begeistert waren und ich habe es praktisch als meine Bestimmung gesehen, sie zu bekehren. Also ich habe angefangen, jeden Tag einen Alpaka-Fakt zu erzählen, ich habe meinen Schreibtisch mit Alpakas gepflastert und irgendwann, ich garantiere es euch, kriege ich diese Wanderung durch und seitdem gelte ich ja so ein bisschen als Alpaka-verrückt.
Es sind aber auch wirklich niedliche Tiere und ich habe da absolut kein Problem mit. Aber meine Kollegin hat es eben, ja, als Inspiration für ihr Geburtstagsgeschenk genommen. Und zwar hat sie für mich genäht. Und als ich das Geschenk ausgepackt habe, ich wusste einfach, dass sie das genäht hat. Und das finde ich einfach nur so, so, so unglaublich toll, dass sich jemand echt die Zeit nimmt, sich hinsetzt und für mich etwas näht. Sie hat nämlich einen Alpaka-Stoff gefunden und hat mir unter anderem drei Eierwärmer genäht. Ist das nicht unheimlich süß? Also wir haben ja einmal diesen sowieso schon unheimlich niedlichen Alpaka-Stoff. Hier oben haben wir noch so eine kleine Schlaufe, damit man eben ja den Wärmer besser vom Ei abziehen kann. Und hier hätten wir eben, nein, es sind sogar vier, stimmt, vier mit jeweils anderen bunten Bändchen versehene Eierwärmer. Und die sind richtig, richtig hochwertig genäht. Ich meine, ich kenne mich damit nicht aus, aber selbst ich sehe anhand der Verarbeitung, wie hochwertig das wirklich ist, auf welchem Level sie das genäht hat. Und ich finde es einfach nur toll. Also ich finde, selbstgemachte Geschenke sind sowieso nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, dass sie sich eben da für mich hingesetzt hat und das alles genäht hat. Also bei ihr habe ich mich auf jeden Fall auch schon zu Genüge bedankt, denn das war es noch nicht. Sie hat mir passend dazu nämlich auch noch einen Brotkorb bzw. einen Brötchenkorb genäht, aus demselben Material, hier richtig schön einmal umgeschlagen mit einem kleinen, mit Katzen versehenen Henkelchen. Und das ist eben ein Brotkorb, wo man eben dann am Sonntag schön die frisch aufgebackenen Brötchen aufbewahren kann. Und dann war das immer noch nicht alles, denn wir beide teilen die Lesen, die Leidenschaft fürs Lesen und sie hat mir ein Buch mit dazugelegt. Und zwar hätten wir hier von Peter May The Night Gate. So sieht es aus und ihr wisst ja, ich bin für die gruseligen, für die blutrünstigen, für die absolut psychischen Horror-Krimis schieß mich tot zu haben. Und sie meinte auch, sie hat gesehen, da geht es um den Tod. Sie hat gesehen, das hat ganz gute Rezensionen. Und dann hat sie es mir gekauft. Ich persönlich weiß absolut nicht, worum es in dem Buch geht, finde es aber jetzt so vom Cover auch sehr ansprechend. Und vom Klappentext gefällt es mir auch sehr. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, waren das nicht schöne Sachen? Also, der Alpaka-Stoff, das ist natürlich, das ist ein absolutes Highlight. Und ja, dass sie den eben gesehen hat, an mich gedacht hat und dann eben auch noch gesagt hat, hey, ich mache ihr daraus schöne Sachen, damit sie die zu Hause verwenden kann. Ja, das fand ich einfach nur unheimlich lieb. Das war gerade übrigens mein Stuhl, der geknackt hat. Das war nichts anderes. Meine andere Arbeitskollegin hat mir übrigens eine kleine Tasse selbst designt. Die steht allerdings bei mir auf der Arbeit, von daher kann ich sie euch nicht zeigen. Das ist eine Tasse, die auch wieder über und über mit Alpakas bedruckt ist. Und da hat sie ganz rudimentär, aber super professionell kleine Sonnenbrillen auf die Alpakas gefotoshoppt. Und da steht irgendwie drauf Alpaka Fact of the Day oder nee, Alpaka Fact des Tages. Die coolsten Alpakas werden im Dezember geboren. Und ich hatte euch ja vorhin gesagt, mit den Alpaka Facts, ja, das hat sie aufgegriffen und da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr, sehr geliebt gefühlt und ich habe alle schon mit Knutschern versehen und vielen lieben Dank. Meine liebe Zuschauerin Franzi dürftet ihr ja seit dem kleinen Zuschauerpaket kennen und auch sie hat mir eine Kleinigkeit zukommen lassen, nämlich diese wunderschöne Geburtstagskarte. Als mich die im Briefkasten erreicht hat, ich hatte keine Ahnung, dass noch eine Karte von ihr kommt, denn ich habe ja, wie gesagt, das Zuschauerpaket bekommen und dass sie mir jetzt noch mal extra oder dass sie sich extra die Mühe macht, um mir noch eine Karte zu schreiben und zu schicken. Ach, da war ich einfach wieder komplett baff und die ist einfach wunderschön. Also die wird definitiv behalten. Ich behalte eigentlich so gut wie jede Geburtstagskarte und die hier wird auch sowas von behalten. In der Karte lagen noch Augenpads von Barbour. Und ja, das war einfach eine richtig, richtig liebe Geste, über die ich mich sehr gefreut habe. Und vielen, vielen lieben Dank auch an dich, meine Liebe. Machen wir mit dem Geschenk meiner Eltern weiter. Und das dürftet ihr im Prinzip auch schon aus meinem letzten Favoritenvideo kennen. Denn von ihnen habe ich mir von Kajali Nachschub des Musk
12 Duftes geholt. Den finde ich grandios. Ich hatte ja die kleine Flasche, die mittlerweile auch leer ist. Und jetzt kann ich auch endlich hier den großen Duft öffnen. Ich hatte darüber ja, wie gesagt, in meinem Favoritenvideo gesprochen. Und jetzt habe ich halt wirklich endlich mal die große Flasche. Denn der hat mir schon gut gefallen. Also ich habe relativ viele Düfte. Wobei nein, so viele habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Düfte. Das ist ja im Vergleich zu manch anderer Sammlung gar nichts. Und da habe ich mir gesagt, okay, du holst dir, wenn überhaupt, nur noch einen Duft, der dir wirklich richtig gefällt, in groß nach. Und was soll ich sagen, der hier hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Das ist ein ganz angenehmer Duft, den ich wirklich sehr, sehr gerne trage, der jetzt gerade auch in die kalte Jahreszeit gut passt. Der sieht unheimlich edel aus, wie ich finde. Und so riecht er gut. Und so riecht er gut. Und so riecht er auch. Also er riecht sehr edel, sehr weiblich, sehr warm. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Duft. Und danke Mama, danke Papa. Darüber habe ich mich definitiv sehr gefreut. Wir machen jetzt einmal weiter mit dem Geschenk meiner Trauzeugin und sie hat mir so ein kleines, ja, Self-Care-Wellness-Paket geschickt, mit welchem ich auch immer unheimlich viel anfangen kann. Also wenn es eine Sache gibt, die ich gut kann, ist es Faulenzen, ist es Relaxen, ist es ja einfach entspannen und diese Sachen helfen mir sehr dabei. Zum einen hat sie mir nämlich einmal eine meiner liebsten Tuchmasken mitgeschickt, nämlich von Garnier. Das ist jetzt tatsächlich eine Maske, die ich noch nicht hatte. Ich habe ja meist immer die blaue Hydra Bomb und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier eine neue Sorte ist, denn die habe ich meiner Meinung nach noch nie verwendet. Aber die Garnier-Masken gehören zu meinen liebsten Tuchmasken aller Zeiten und damit hat sie auf jeden Fall voll ins Schwarze getroffen, genauso wie mit den passenden Augenpads von Garnier. Und tatsächlich hätte ich die Augenpads wahrscheinlich auch in Kombination mit der Maske verwendet, denn ich habe ganz oft das Problem, dass mir die Augenpads vom, ja, Gesicht rutschen und dann fixiere ich sie nämlich ganz gerne mit einer Tuchmaske drüber. Und die beiden Sachen sind von Garnier, das heißt, die hätte ich auch miteinander kombiniert. Also ja, für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Dann hat sie mir ein Lippenbalsam mitgeschickt und ich muss gerade mal den Karton schließen, denn den habe ich schon in Benutzung und der gefällt mir sehr gut. Von Be Natural, das Beeswax Lip Balm in der Geschmacksrichtung Coconut und Vanilla. Den habe ich hier irgendwo auf meinem Schminktisch stehen, da ich wirklich sehr drissige, sehr trockene Lippen im Moment habe. Und ja, da kam der auf jeden Fall wie gerufen, da ich tatsächlich keinen mehr zu Hause hatte. Dann hat mir die Liebe noch eine ganz große Box mit Badezusätzen geschickt. Winterzeit ist Kuschelzeit von TTZ. Hier hätten wir also einmal diese süße Geschenkverpackung und hier sind 3 Badezusätze von TTZ mit drin. Ist natürlich jetzt bei dem kalten Wetter eine feine, feine Sache. Ich gehe recht selten baden, muss ich sagen. Aber wenn, dann kippe ich mir auch wirklich zig Badezusätze mit in die Wanne. Die von TTZ, die riechen halt auch immer so gut. Also, das war auf jeden Fall auch eine schöne, schöne Idee. Und zu guter Letzt, was wäre der Winter oder was wäre so ein Pflegepaket ohne die entsprechende Handcreme? Hier hätten wir nämlich von Trackle Moon die Creamy Winter Dream Handcreme. Reichhaltige Winterträume mit Arganöl und Baumwollblütenduft. Und die hier reizt mich total. Also ich liebe Kottendüfte, ich liebe Baumwolldüfte. Die hier hat sie sehr gut eingepackt, denn hier hat sie einmal komplett Tesafilm drum gemacht. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht mit euch zusammen schnuppern, aber ich bin mir fast sicher, so wie ich Trackle Moon kenne, dass mir diese Duftrichtung gefallen wird. Und Handcreme kann man im Winter ja wirklich immer gebrauchen und ja, auch damit lag sie goldrichtig. Und jetzt kommen wir zum Highlight ihres Paketes, denn ihr wisst ja, sie weiß es, ich liebe Duftkerzen. Und sie hat mir tatsächlich eine Duftkerze von Woodwick geschenkt. Die Woodwick-Kerzen haben als Besonderheit den kleinen Holzdocht, der eben dafür sorgt, ja, dass
es sich praktisch wie so eine Art kleines prasselndes Kaminfeuer anhört. Das heißt, der brennt nicht lautlos runter, sondern man hört ein Zischen, man hört ein Knacken und hat eben das Gefühl, man würde neben einem kleinen, ja, Kaminfeuer sitzen. Hier hätten wir einmal von Woodwick die Duftrichtung Island Coconut. Und ihr wisst, ich liebe Kokosnuss. Und Kokosnuss, muss ich aber dazu sagen, kann schwierig sein. Also manche Kokosdüfte sind auch mir zu viel. Aber diese hier riecht unheimlich gut. Weil das ist kein reiner Kokosduft, so wie ich finde. Es ist fast noch so ein bisschen was Sahniges mit dabei. Also ich finde, diese Kerze riecht 1:1 wie eine richtig leckere Pina Colada. Denn hier ist irgendwie noch so ein ganz leichter, seichter, säuerlicher Unterton mit drin. So als wäre da vielleicht doch noch irgendwie so eine Spur Ananas mit drin. Oh, die riecht unheimlich gut. Also ich habe auch viel zu wenig Kokosdüfte, fällt mir gerade auf. Aber die hier, also hier mit Mareike hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Die riecht so, so, so lecker. Und ich kann es kaum erwarten, die anzuzünden. Und vielen Dank an dieser Stelle für dieses wunderschön zusammengestellte Paket, meine Liebe. Dankeschön. Kommen wir zu meinem vorletzten Geschenk. Und dieses Geschenk habe ich von einer ganz, ganz lieben Bekannten, die ich hier auf Instagram kennengelernt habe, die ihr vielleicht hier auf YouTube auch schon mal gesehen habt, denn die liebe Nadine hinterlässt mir hier immer richtig, richtig lange, richtig liebe Kommentare. Das heißt, im Grunde kennen wir uns eigentlich nur vom Online-Sein. Also wir haben uns noch nie live in Person getroffen und ja, wir schreiben einfach regelmäßig und sie hat bei mir auch schon mal die ein oder andere Sache gekauft, weswegen sie auch meine Adresse hat, denn der kleine Fuchs hat mir irgendwann geschrieben, ach ja, übrigens, es ist ein Paket für dich auf dem Weg. Und da war ich erstmal so, wie? Warum? Ja, ich habe was gesehen und du hast ja Geburtstag und da habe ich dir das mitgenommen. Und ich war baff. Also so viel Nettigkeit, die mir hier online entgegengebracht wird, sei es von euch hier auf YouTube oder auf Instagram. Also ich habe so, so viele gute Online-Bekanntschaften, die ja schon seit Jahren bestehen. Man schreibt immer, man kennt sich irgendwie, obwohl man sich ja gar nicht kennt. Und das ist einfach schön. Und als ich das Paket bekommen habe, glaub mir, da hast du mir auch wirklich eine immense Freude gemacht. Ich öffne die Box jetzt noch einmal schnell, da hier nämlich ihre Adresse mitzusehen ist und meine natürlich auch. Aber dieses Paket beinhaltete mehrere Sachen. Zum einen auch hier eine richtig schöne Karte. In diesem Fall eine fröhliche Weihnachtenkarte, aber sie hat mir schon geschrieben, sie hatte einfach keine Geburtstagskarten mehr. Das ist aber auch vollkommen okay. Meinetwegen hätte auch gar keine Karte drin sein müssen, da ich einfach die Geste so schön fand. Dann waren hier Unmengen an Süßigkeiten drin. Die habe ich natürlich allesamt schon aufgefuttert. Hier waren so kleine Happy Birthday Konfettis mit drin und dann die folgenden Kleinigkeiten. Zum einen hätte ich hier einmal von Yuti eine Tabula Rasa Peel-Off Mask. Hier hat sie mir draufgeschrieben, dass sie die bei einem Gewinnspiel gewonnen hat und sie hatte mir gesagt, sie würde den Gewinn mit mir teilen und tada, hier ist es. Also hier hat sie mir einmal eine Peel-Off-Maske von Yuti mitgeschickt. Ich wusste gar nicht, dass die auch Peel-Off-Masken haben. Ich kenne die ja wirklich nur durch die Augenpads, aber dass die noch andere Masken haben, das wusste ich jetzt nicht. Dann hätten wir hier einmal einen kleinen Pin, da steht Awesome drauf. Dankeschön, aber du bist awesome, weil du mir einfach aus dem Nichts dieses Paket geschickt hast. Und selbst wenn du es mir nicht geschickt hättest, wärst du immer noch awesome, da du dir immer so viel Zeit nimmst, um die Videos zu gucken, um sie zu kommentieren. Und ja, das macht mich einfach wirklich, das macht mich glücklich. Genauso wie die nächsten Sachen. Hier haben wir nämlich einmal von Isana eine Tuchmaske mit einem Einhorn. Mega, also mit sowas kriegt man mich ja auch wirklich immer. Und dann hätten wir noch einmal von Balea eine Handschuhmaske. It's always me time mit Kurkuma-Extrakt und Mandelöl. Und bei der hier musste ich so lachen, da hier oben extra ein kleiner Vermerk ist, Touchscreen geeignet. Kommen wir zum eigentlichen Hauptgeschenk aus dem Paket. Wie gesagt,
mir hätte dieses Paket schon gereicht. Also sie hat einfach wirklich Geld für mich ausgegeben und das fand ich einfach nur so unglaublich von jemandem, ja, der mich nicht kennt, der mich nur vom Internet her kennt. Und sie hat sich wirklich hingesetzt oder ist in die Stadt gezogen und hat Geld für mich ausgegeben, weil sie eben was gesehen hat, von dem sie gedacht hat, das braucht Jenny in ihrem Leben. Sie hat mir nämlich einmal von Huda Beauty die Amethyst Obsessions Palette geholt, weil sie wusste, dass ich Lila liebe und sie meinte, sie hat die Palette gesehen und ihr war klar, die muss sie mir mitnehmen und die ist bildschön. Also die ist wunderschön. Diese kleinen Paletten von Huda Beauty sind von der Qualität her auch wirklich super und ihr seht, es sind genau meine Farben, es ist genau mein Beuteschema und liebe Nadine, ich danke dir an dieser Stelle auch nochmal explizit. Das war alles nicht nötig gewesen, aber du hast mir wirklich eine immense Freude gemacht. Also ich danke dir wirklich, dass du mir dieses kleine Päckchen geschnürt hast. Ich habe mich immens über die Sachen gefreut und vielen lieben Dank. Kommen wir nun zum letzten Geschenk und das wäre das Geschenk meines Mannes. Und mein Mann, der hat den Vogel abgeschossen. Also der hat ihn abgeschossen, der hat ihn zerstört, der ist drauf rumgetreten. Wahnsinn. Also man muss dazu sagen, ich bin in diesem Jahr von ihm reichlich beschenkt worden. Also ich habe eine sehr hochwertige Tasche zum Hochzeitstag von ihm geschenkt bekommen, da wir lederne Hochzeit hatten und wir schenken uns die Geschenke immer dem Motto entsprechend. Und da hat er mir eigentlich schon ein Geschenk gemacht, was den Rahmen des absolut Möglichen gesprengt hat. Und von daher, ich habe gesagt, komm, es nimmt irgendwie alles so ein bisschen überhand. Lass es uns in diesem Jahr nicht so übertreiben. Und ja, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich ein Steelbook einer Blu-ray bekomme. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich wüsste nicht mal, welcher Film es hätte sein sollen. Aber als ich dann den Karton bei uns auf dem Esstisch gesehen habe, beziehungsweise die Größe des eingepackten Geschenkes, war mir klar, es ist keine Blu-ray. Ich will auch nicht lang um den heißen Brei drum herumreden. Das kommende Geschenk ist wirklich ein teures Geschenk. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich zeige euch das jetzt wirklich nicht, um anzugeben. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich das Geschenk bekommen habe. Ich wollte es halt wirklich gerne haben, aber ich persönlich war halt immer zu geizig dafür. Aber mein Mann ist extra losgestiefelt, um es mir zu kaufen. Und er hat mir auch noch eine Limited Edition Farbe gekauft. Er ist dieser Limited Edition hinterhergerannt und hat eben deswegen telefoniert. Und ja, ich lasse die Katze jetzt erstmal aus dem Sack. Er hat mir einen Dyson Airwrap geschenkt. Ja, ich war sprachlos. Das könnt ihr mir glauben. Der Dyson Airwrap ist ein Haarstyling-Tool, falls den irgendwer nicht kennen sollte. Ein ziemlich teures Haarstyling-Tool, mit dem ihr aber auch wirklich allerhand Sachen machen könnt. Ich habe ihn jetzt zweimal verwendet. Beim ersten Mal hat es so semi-gut geklappt. Es ist halt schon ein bisschen knifflig, da reinzukommen. Also man braucht die richtige Technik, aber ich erhoffe mir halt viel von diesem Gerät, da ich eine absolute Nulpe bin, wenn es darum geht, meine Haare zu stylen. Also ich komme mit Bürste und Föhn zusammen nicht klar. Von daher erhoffe ich mir von diesem Gerät wirklich viel. Ich habe mir gestern Abend Locken gemacht. Die haben sich jetzt natürlich über Nacht ausgehangen, ganz klar. Und ich habe mir die Locken auch gemacht, ohne sie später nochmal im warmen Zustand festzuklippen, ohne einen Schaumfestiger vorher reinzumachen. Also hätte ich all die Sachen vorher noch gemacht, hätten die Locken wahrscheinlich auch besser gehalten. Aber die Haare haben jetzt halt eine unglaublich schöne, eine schöne Form drin. Also die sind schön griffig, die haben hier unten Bewegung drin. Also ihr könnt es hier ganz gut sehen. Normalerweise habe ich sehr krauses Haar und ich benutze immer ein Glätteisen, damit es eben schön glatt und glänzend ist. Das hier, mal abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen gelockt ist, aber hier oben die Glätte, die ist nur durch dieses Tool zustande gekommen. Also ich bin begeistert. Also meine Haare fühlten sich wie frisch vom Friseur danach an. Ich werde die mal parallel auspacken, damit ihr überhaupt wisst, wovon ich rede. Und um euch natürlich die schöne Farbe zu zeigen, normal
sind die Dyson-Produkte ja Anthrazit und haben dieses, ja, dieses pinke Highlight. Aber in diesem Fall hat er mir die blaue bzw. kupferfarbene Version gekauft. Also die ist unheimlich edel. Die sieht wunderschön aus. Das hier ist praktisch, ja, wenn ihr so wollt, das Haupttool. Und hier oben könnt ihr dann eben eure Aufsätze drauf machen. Ich greife jetzt hier einfach mal, muss mal eben schauen. So, das hier wäre jetzt zum Beispiel das Föhntool. Damit könnt ihr eure Haare eben zu ungefähr 60% trocken föhnen, denn die Haare sollten beim Stylen noch ein bisschen feucht sein, dass sich die Locken beispielsweise besser halten, dass ihr länger was davon habt. Ihr habt hier zweierlei Lockenaufsätze, einmal hier die etwas kleineren und etwas größere. Ihr habt Bürsten, ihr habt eine Rundbürste, ihr habt so eine Smoothing-Bürste, mit denen ihr ja die Haare noch mal so ein bisschen weniger frizzy machen könnt. Also ihr habt wirklich 2, 4, 6, 8 Aufsätze und unheimlich viele Möglichkeiten. Ich für meinen Teil war absolut sprachlos und meine erste Reaktion war auch tatsächlich keine Freude, sondern erstmal das Ausschimpfen meines Mannes, da er mir wieder so ein teures Geschenk gemacht hat. Ich weiß, meine Schwiegereltern haben sich anteilig mit daran beteiligt, aber trotzdem, also ich bin unheimlich dankbar, unheimlich glücklich darüber, aber das ist halt eine Hausnummer, ne? Aber ach, was rede ich hier um den heißen Brei drumherum? Ich freue mich. Ich freue mich immens, so ein schönes Geschenk bekommen zu haben, denn ich hätte es mir wahrscheinlich für eine lange, 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 lange Zeit nicht gekauft. Und ja, wie gesagt, ich finde es vom Ergebnis her wirklich, wirklich schön. Ich brauche jetzt auch nicht so die definierten Locken, die lange halten. Meine Haare haben einfach ein bisschen mehr Textur, sind einfach irgendwie ein bisschen aufregender und ja, also mega. So, ihr Lieben, wir sind am Ende meiner Geburtstagsgeschenke 2021 angekommen und ich kann mich nur wiederholen zum x-ten Mal. Ich bin unglaublich dankbar für die schönen Sachen, die ich bekommen habe. Versteht mich nicht falsch und ich hoffe, es bekommt auch keiner dieses Video in den falschen Hals. Es kommt mir nicht aufs Geld an. Also ich weiß, dass der Airwrap wirklich ein immens teures Geschenk war. Aber ihr müsst mir glauben, wenn ich sage, ich freue mich über jedes einzelne Geschenk. Also mir kommt es wirklich nicht auf einen großen Wert an, sondern dass sich die Person ja Gedanken darüber gemacht hat. Sie ist extra für mich losgelaufen. Sie hat extra was für mich gemacht. Also das sind wirklich die Sachen, worauf es ankommt. Und dass jetzt wirklich mal ein teures Geschenk mit dabei war. Ich bin über alles froh. Ich freue mich über den Dyson genauso wie über die selbstgemachten Eierwärmer. Also ich hoffe, oder mir ist es halt wichtig, das nochmal zu betonen, da ich eben wirklich nicht möchte, dass es irgendwie ja falsch rüberkommt, dass es irgendjemand falsch auffasst. Ich habe mich über jedes einzelne Geschenk gefreut und bin wirklich, wirklich dankbar für die tollen Sachen, die ich bekommen habe. Und jetzt habe ich schon wieder so viel über andere Sachen gesprochen, dass ich vergessen habe, dass wir heute den 4. Advent haben und ich wieder mit meinem Gewinnspiel dran bin. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen 4. Advent. Ich hoffe, ihr könnt den heutigen oder ihr habt den heutigen Sonntag mit euren Lieben verbracht. Im nächsten Schritt ist Weihnachten dran und ja, das rast jetzt wirklich das Jahr. Also auf die letzten Meter macht es wirklich immer ganz, ganz große Sprünge. Aber ich wünsche euch und euren Lieben einen besinnlichen 4. Advent und vor allem viel Gesundheit. Das heißt aber auch, dass wir ja heute zu meinem letzten Adventsgewinnspiel kommen. Und so kreativ ich die letzten 3 Male auch wirklich war, mich hat die Kreativität verlassen. Von daher hat das heutige Gewinnspiel zum 4. Advent kein besonderes Thema. Ich werde euch trotzdem die Teilnahmebedingungen in der Infobox nochmal niederschreiben. Haltet euch bitte wirklich an die von mir aufgeschriebenen Regeln, da ich euren Eintrag sonst leider nicht mitzählen kann. Aber auch wenn jetzt dieses 4. Adventsgewinnspiel kein wirkliches Thema hat, keine Ahnung, nehmen wir das Thema Merry Christmas. Ich hoffe sehr, dass ich mit den Produkten doch dem ein oder anderen eine Freude machen kann.
Es geht primär um das Fertigmachen am Heiligabend. Da fängt man ja normalerweise damit an, dass man sein Gesicht noch einmal reinigt, bevor eben das komplette Make-up drauf verschwindet. Und zwar hätte ich hier für den Fall einmal von eCooking das Cleansing Gel. Das ist ein ziemlich gehyptes Gel von einer ziemlich gehypten Marke. Und ich hatte es tatsächlich noch nicht, da ich kein Fan von solchen Texturen bin. Aber ich hoffe sehr, dass ich dem einen oder anderen hier eine Freude damit machen kann. Sobald euer Gesicht ja erstmal schön gereinigt ist, geht es natürlich um den Primer, damit euer Make-up natürlich auch schön lange hält. Hier hätte ich von Monoskin den Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15. Damit soll euer Make-up natürlich nicht nur länger halten, damit sollt ihr auch wirklich schön strahlend unter dem Baum sitzen. Und mit den nächsten drei Make-up-Produkten gelingt euch das hoffentlich auch. Wir bleiben beim Thema Strahlen. Hier hätte ich nämlich von CAT London den Glow2 Highlighter in der Farbe Moondust. Ja, Moondust. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Moondust oder Moonlight. Moondust ist auf jeden Fall auch ein richtig schön schimmernder Highlighter. Damit eure Augen ein bisschen Definition bekommen, ohne dass sie ja zu übertrieben aussehen, hätte ich hier von ColourPop die Act Natural Mascara in der Farbe Braun. Braune Mascara entschärft den Augenlook ja nochmal ein kleines bisschen und ist eher für die etwas natürlicheren Looks geeignet. Denn vielleicht, also ich bin ja sowieso der Verfechter von, es gibt keine Regeln beim Make-up, aber viele betonen ja entweder oder. Das heißt, wenn ihr eure Augen mit der braunen Mascara und vielleicht ein bisschen zurückhaltendem, ja, Lidschatten weniger betont, dann müssen eure Lippen natürlich richtig knallen. Und hier hätte ich einmal von MAC die Farbe D for Danger für euch. Also ein richtig schön sattes, bärriges Rot, mit welchem ihr definitiv der Hingucker unter dem Baum seid. Und zu guter Letzt habe ich natürlich auch an eure Haare gedacht. Die müssen natürlich auch gestylt werden. Und hier hätte ich von Philip Kingsley den Elasticizer für euch. Das ist ja irgendwie das Produkt, was sich am meisten und am schnellsten von ihm verkauft. Ich persönlich habe es noch nicht getestet, von daher erwarte ich natürlich fast schon einen oh Gott, nein, keinen Bestattungsbericht, sondern einen Erstattungsbericht, Gottes Willen. Aber das sind eben die Sachen, die ich für euch rausgesucht habe. Ihr merkt schon, das Video neigt sich dem Ende zu und meine Wortfindungsstörungen fangen wieder an. Das heißt aber auf jeden Fall, dass ich jemandem noch eine verspätete Weihnachtsüberraschung damit bereiten kann. Und das macht mir persönlich natürlich auch sehr viel Freude, da ich euch eben auch etwas zurückgeben kann und möchte. Aber das soll es jetzt wirklich mit meinem Video gewesen sein, denn es ist, glaube ich, ordentlich lang geworden. Aber ihr wisst es ja nicht besser, beziehungsweise ihr kennt es ja nicht anders von mir. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.